Moin Leute, willkommen zurück zu Pillow. So, heute geht's weiter mit dem Kissen und ich zeige euch ganz kurz noch, wie Thumbnails funktionieren. Die sind nämlich quasi genau in dem Code schon dabei. Das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist uns eine Größe definieren für unsere Thumbnails. Also ihr kennt den Code wahrscheinlich vom letzten Mal noch. Entschuldigung, wenn ich da gerade so durchrushe. Ja, ihr kennt den noch. Das war einfach zum Konvertieren der Code. Genau das macht man bei Thumbnails eigentlich auch, nur dass man halt die Größe noch verändert. Und die Größe zu verändern ist echt easy eigentlich. Wir sagen einfach ganz normal Size gleich. So, und Achtung, das ist jetzt kein normaler Datentyp hier, sondern den kennt ihr auch. Das sind diese Tupel. Und wir sagen, also Achtung, das ist keine Liste, das ist wirklich ein Tupel, das sind runde Klammern. Nur, dass ihr das auch richtig sehen könnt. Und ja, was wir jetzt hier noch machen, ist, wir schreiben eine Größe rein, die wir normalerweise für Thumbnails brauchen. Zum Beispiel 128 auf, oder 256 auf 256, dann ist es ein relativ gut auflösendes Thumbnail und wir sind glücklich. So, das andere, was wir noch machen, ist, wir schreiben hier statt .png als Ausgabe .thumbnail zum Beispiel. Wobei die Dinger nicht unbedingt immer das Format haben. Manche Leute nehmen auch einfach PNG oder JPEG-Dateien als Thumbnails. Das ist dann kein Problem. Okay, so, was wir jetzt haben wollen ist, Achtung, wir wollen hier noch ein Thumbnail draus machen. Und zwar bevor wir Save drücken. Das heißt, wir schreiben hier im.thumbnail. Wenn ich tippen könnte, wäre es geil. Und zwar mit der Size, die wir hier oben definiert haben, also der Größe. Das heißt, am Ende hat unser Bild die Größe 256 auf 256. Achtung, hier ist ganz wichtig, dass euer Bild, was jetzt bei mir nicht der Fall ist, dass das quadratisch ist. Bei mir ist es rechteckig, so wie ein normaler Rechner ist, weil YouTube rechteckige Thumbnails hat. Und wenn ihr hier aber diese Size auf was Quadratisches setzt, also quasi die Breite und die Höhe, auf beides auf 256 setzt, dann kommt am Ende was Quadratisches raus. Dabei kann es ein bisschen verzerrt werden. Ja. Okay, so haben wir jetzt also gesagt, okay, wir hätten gerne ein Thumbnail mit der Größe 256 in der Breite und 256 in der Höhe. Okay, was wir jetzt noch machen, ist, wir sagen, wir hätten es gerne ausgegeben in Output. Allerdings müssen wir hier jetzt den Codec selbst reinhauen. Das heißt, wir müssen sagen, als was soll es denn bitte gespeichert werden? Und ihr erinnert euch, es gab PNG und noch ein paar andere. Und für Thumbnails, da die möglichst klein sein sollen, nimmt man normalerweise .jpg bzw. als Codec JPEG-Dateien. Die JPEG-Dateien sind nämlich extrem speichereffizient und ja, sie sehen eigentlich nicht so geil aus, aber da wir die Größe eh hier runtersetzen, ist es schon okay. Okay, so, und jetzt haben wir eigentlich so ziemlich das, was wir wollten. So könnte man ein Thumbnail speichern. Und wenn wir das jetzt ausführen, dann sehen wir gleich, dass hier oben eine neue Datei python.thumbnail rauskommt. Und wenn wir die öffnen, dann kriegen wir ein Problem, weil wir nicht genau wissen, wie es aussehen soll. Was ich jetzt allerdings hier gerade auf hatte, war, Moment, das hier. Da kann man aussuchen in PyCharm, was man jetzt hier gerne für einen Dateityp draus machen würde. Denn wenn ich das jetzt als JSON-Datei oder als JavaScript-Datei oder sowas oder sogar als Python-Datei öffne, dann haben wir ein Problem und wir können es nämlich nicht richtig öffnen. Da ich hier aber den Codec gerade auf JPEG gesetzt habe, also JPEG, wissen wir, dass es ein Bild sein sollte. Und deswegen sagen wir einfach, wir machen das Ganze als Bild und schon sehen wir hier, wir haben hier ein Bild. Jetzt ist das Ganze nicht quadratisch, wie ich es euch gesagt habe. Und das liegt daran, dass hier einfach auch abgeschnitten wurde. Pillow erkennt teilweise, wenn die Bilder nicht wirklich quadratisch sind und ja, macht sie dann einfach kleiner. Also wir sehen, beziehungsweise ihr seht es nicht, ich sehe es. Sekunde. Jetzt solltet ihr das hoffentlich sehen können. Hier oben steht, die Größe von unserem Thumbnail ist 256, so wie wir es definiert hatten, in der Breite und nur 143 in der Höhe, damit das Format eben erhalten bleibt. Genau, das macht also unsere Thumbnail-Dings hier. Wir schneiden also ab, wenn es uns nicht passt von der Auflösung. Also, wenn ihr nicht ein quadratisches Bild reinrechnet, dann ist es eure maximale Größe, nicht eure minimale oder sowas. Also, es wird nicht gestreckt und es wird auch nicht verzerrt oder sowas, sondern es wird wirklich abgeschnitten. Gut. Ja, dann war es das auch schon wieder. Das Video war wahrscheinlich relativ kurz und nicht so spannend für euch. Allerdings hoffe ich, dass es euch trotzdem gefallen hat und ihr hört mich natürlich beim nächsten Mal, wenn es weitergeht. Bis dann, ciao, ciao.